Bundeskanzler Olaf Scholz hat am Freitag die Special Olympics in Berlin besucht. Dabei ging es für den Kanzler wegen des miesen Wetters in die Halle, wo er unter anderem die Handballwettbewerbe verfolgte. Bei den Special Olympics treten fast 7000 geistig und mehrfach beeinträchtigte Athletinnen und Athleten aus 176 Nationen gegeneinander an. Die Wettkämpfe gehen am Sonntag zu Ende. Scholz zeigte sich von dem Einsatz der Sportlerinnen und Sportler beeindruckt. Es ist ganz begeistert, die Sportlerinnen und Sportler hier zu sehen, die hier an diesen Special Olympics teilnehmen, sich sehr einsetzen, ganz dabei sind. Und gleichzeitig kommt das mir so vor, dass hier eine sehr friedliche, sehr olympische Stimmung herrscht. Und das ist ja doch auch ein gutes Zeichen dafür, dass hier wirklich viele zusammenkommen, um sich ein bisschen zu beweisen, mitzumachen und auch das mitzubekommen, was für die Spiele das Typische ist. Mitmachen ist fast wichtiger als gewinnen. Scholz bedankte sich auch bei den zahlreichen Freiwilligen, ohne die eine Veranstaltung wie die Special Olympics gar nicht funktionieren würde. Und wer Glück hatte, bekam am Rande der Wettkämpfe auch noch ein Foto mit dem Kanzler.